Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute geht es darum, dass ihr definitiv nächstes Wochenende zu den Wahlen gehen sollt. Warum, erkläre ich euch jetzt. In den letzten Jahren haben Politiker regiert, denen die Natur nicht nahe liegt. Denen egal ist, ob die Natur geschützt wird oder nicht. Das Resultat ist Wahnsinn. 75% der Insektenwelt ist bereits gestorben. Was das für uns bedeutet, ist doch logisch. Denn schon Einstein hat gesagt, wenn die Bienen sterben, ist das Ende nah. Und deshalb rate ich euch, wählt keine Partei, die gegen Naturschutz ist. Wählt eine Partei, die sich für den Naturschutz einsetzt, damit wir eine bessere Zukunft haben und eure Kinder und eure Enkelskinder. Der nächste Grund, wieso ihr wählen gehen sollt, ist der wohl bekannteste. Denn Artikel 13 hat gezeigt, dass den Leuten in Brüssel egal ist, was wir wollen. Das ist keine Demokratie. Und genau aus diesem Grund wählt Parteien, die gegen Artikel 13 waren. Wählt Parteien, die dafür gekämpft haben, dass es fair abläuft. Und nicht Parteien, die uns untergraben haben. Das Wichtigste, Leute, die Rechten sind keine Alternative. Merkt euch das. Sucht euch eine Partei, die eure Interessen vertritt, aber keine Rechte. Denn der Skandal in Österreich, in meinem Heimatland, hat gezeigt, was passiert, wenn rechte Kräfte an die Macht kommen. Wie ihr sehen könnt, habe ich das Video draußen gedreht. Das Ding ist einfach, noch ist es möglich. In 20 Jahren vielleicht nicht mehr. Mein Sohn ist jetzt 2, der wird 22, fast gleich alt wie ich. Ich bin 26. Okay, sind 4 Jahre, aber ist egal. Und überlegt euch mal, wenn wir uns nicht ändern, wenn sich das alles nicht ändert, wenn die Politik so bleibt, wie sie jetzt ist, kann sowas in Zukunft nicht mehr sein. Und ich denke mal halt, hey, das kann es nicht sein. Wir können nicht so ignorant leben und keine Rücksicht auf die nächsten Generationen nehmen. Und unsere Generation, meine Generation und die Menschen, die jetzt 16, 17, 18 sind, haben noch eine Chance, es zu ändern. Der Rest nicht mehr. Also verdammt nochmal, wählt eine Partei, die sich für Klimaschutz, für Meinungsfreiheit und gegen Korruption einschätzt. Denn so, wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonniert mich hier oben. Hiermit bin ich raus. Ciao.